Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach neben Hersbruck. Wir wollen Ihnen heute zeigen, wie unsere Massivholzküchen in Einzelanfertigung entstehen und warum unsere Kunden damit so richtig glücklich werden. Diese sympathische Dame mit dem liebenswerten Hund heißt Elke Böhne, ist Zahnärztin in Ansbach und sie hat uns auf der Consumenta entdeckt. In der Frauenhalle Femme hat sie unsere Kochshows und die grüne Küche gesehen und quasi im Vorbeigehen ein Jahrbuch, den Kalender 2014, mitgenommen. Vermutlich hat ihr gefallen, denn wenige Tage später hat sie einfach angerufen und einen Termin vereinbart und uns mit ihrem Mann in Untergrumbach besucht. Das ist direkt neben Hersbruck. Da haben wir erstmal alle möglichen Varianten der Kücheneinrichtung gezeichnet, diskutiert, radiert, gelöscht, verworfen, neu gestaltet. Und wie immer bei unseren Küchenplanungen haben wir auch gemeinsam gekocht. Denn natürlich möchte jemand, für den Kochen richtig wichtig ist, alle Geräte ausprobieren, vor allem den Teppanyaki, auf dem in fast allen Möbelmacherküchen alle Steaks, Spiegeleier, Kartoffelchips und Gemüsesorten gebraten werden. Und natürlich Pfannkuchen. Zur vernünftigen Beratung gehört auch eine Führung durch unsere Werkstatt. Denn nur wenn man weiß, mit wie viel Liebe vom Wald bis zum Kunden unsere Küchen in Einzelanfertigung entstehen, kann man einschätzen, wie sinnvoll es ist, sich mit Freude an der Küchenplanung wirklich mit jedem Detail der eigenen Küche zu beschäftigen. Denn jede Schubladenhöhe und Schrankbreite können wir individuell festlegen. In der Möbelmacherküche gibt es keine Ausgleichsschränke, sondern nur Passendes. Nach viel Abwägen der unterschiedlichen Grundrisse war klar, wie Ihre Küche aussehen soll. Die während des Gesprächs entstandene Zeichnung kommt dem Original doch schon ziemlich nahe, oder? Denn Frau Böhner will mit dem Blick in den Garten kochen. Also haben wir das umgesetzt und dann ging es um die optische Wirkung Ihrer Küche. Sie liebt nämlich Rot und Erdbeeren. Also haben wir uns alle auf die Suche gemacht und tolle Erdbeerfotos im Internet gekauft, via Photoshop auf die Größen der Türen und Farben angepasst und natürlich hat sie eine rote KitchenAid-Küchenmaschine und eine rote Wand. Aber wir haben auch ganz tolle Holzjalousien mit roten Bändern bestellt, die die Optik der Küche erst perfekt machen. Frau Böhne hat den ersten Einbauvakuumierer von Comet, mit dem sie Lebensmittel haltbar macht, mariniert und super Rezepte aus dem Sous-Vide-Kochbuch von Hubertus Tschirder kocht. Backofen und ihr Kombidampfgarer mit Festwasseranschluss sind wie die beste Spülmaschine natürlich von Miele. Das Kochfeld ist eine Kombination aus Induktionskochfeld mit großen Teppanyaki von Jaksch, auf dem auch Kartoffelchips mit blauen Kartoffeln der Sorte Blauer Schwede gelingen. Im Sommer wurde die Küche montiert, im September haben wir sie fotografiert und genau ein Jahr nach dem ersten Treffen hat uns Frau Böhner wieder auf der Consumenta besucht, wo sie endlich ihren und auch unseren Lieblingskoch Hubertus Tschirner kennenlernen konnte, seine Gerichte probieren und sich ganz viele Tipps zum Sous-Vide-Garn holte. Und wenn das Garn im Vakuum mal wieder ganz toll gelungen ist oder komplett in die Hose ging, dann berichtet sie darüber in unserem Nachhaltigkeitsblog in der Rubrik Die Küche zum Kochen und Sous-Vide-Garn. Wenn sie jetzt Fragen zur Küche hat, ruft sie uns an. Wenn wir Fragen zum Sous-Vide-Garn haben, rufen wir sie an. Und in dem Nachhaltigkeitsblog können auch Sie verfolgen, wie es mit der Erdbeerküche von Frau Böhner weitergeht. So einfach kommt man also zu einer Möbelmacherküche. Gerne planen wir auch zusammen mit Ihnen. Rufen Sie uns einfach an.